Guten Morgen, jemand hat gemerkt, dass Hintergründe in ein anderes Video, dass ich dieses Ding habe und hat mir gefragt, was das sein soll. Also das hier heißt Dreamcatcher und es kommt aus Amerika, das machen traditionell die Indianer. Meines künstlich, dieses verkaufen sie in Teilen, es ist nicht nach der Tradition gemacht. Die originale Version ist so mit echtes Leder gemacht und echte Feder, die verschiedene Farben haben. Meiner hat nur diese mit alle den gleichen Farben. Und die sollen vier verschiedene, für die vier Nord, Süd, West und Ost. Also nur Ost, Hilfe. Das macht jeder für sich oder für die Kinder. Es ist oft zu den Kindern geschenkt und in die Krippe angehangen. Es bewegt sich mit der Luft und die Kinder lernen und können damit spielen. Und die Indianer denken so, dass wenn man schläft und Albträume hat, diese böse Träume gehen nach diesem Spinnennetz und bleiben hier. Und die guten Träume gehen durch diese Loch in der Mitte. Und wenn morgen ist und kommt die Sonne, die bösen Träume, die Albträume verschwunden und die hier geblieben sind. Diese Steine sollen aus Glas oder echte Steine sein und haben verschiedene Bedeutungen. Also es sind nicht nur Steine, sondern Sachen, die schützen sollen. Und jeder kann das für sich wissen, also welche Steine oder welche Sachen zum einem Amulett benutzen. Das habe ich ganz schön gefunden und das hänge ich über mein Bett. Und ich glaube, es funktioniert. Lasst mich nicht hausen, weil ich habe danach keine Albträume gehabt. Ich finde es sehr schön und dekorativ. Falls Sie noch mehr Kuriositäten haben, einfach hier in die Kommentare fragen. Und sehen wir uns das nächste Mal mit was Neues.